Ja, Mois, willkommen zurück zum neuen Video. Heute mal wieder ein Latest Pickup mit 5 Pieces und vorab eine kleine Ankündigung und ich wünsche euch eigentlich schon viel Spaß mit dem Video. Habt ihr ja gerade das Intro gesehen. Grüße gehen nochmal raus an Clark, ein Abonnent von mir hat mich angeschrieben, hat gemeint, yo, hättest du nicht Bock, dass ich dir ein Intro erstelle? Auch diese Einblendung mit Snapchat und Insta hat er übrigens auch gemacht an die Leute, die das in den letzten Videos mal gesehen hatten oder so. Und ja, ich würde mich nochmal bedanken. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren da lassen. Und wer sagt, ja, feiere ich, ist mal was anderes, finde ich chillig. Ja, wie gesagt, einfach eure Meinung unten in den Kommentaren. Und ja, so viel zu der Sache. Sein Instagram und sein YouTube-Kanal, er hat jetzt auch wieder mit YouTube angefangen, auch im Bereich Mode. Und ja, den ganzen Spaß findet ihr unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal ein Abo und ein Like da lassen. Und ja, er würde sich bestimmt freuen und ich würde eigentlich direkt schon anfangen. So, zu der kleinen Ankündigung. Ich habe die ja bereits vorgestellt, aber ich mache es jetzt nochmal kurz. Weil es eben einen Restock von der Tasche gab von Heaters. Wie gesagt, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Die haben die eben gerestockt. Hier auch nochmal dieses Tag von denen. Ist im gleichen Material von den Supreme Bags. Der ein oder andere wird die Materialien kennen, der selbst eine Tasche zu Hause hat. Und ich habe jetzt einen 30% Code für euch klar gemacht. Blende ich euch auch nochmal mal hier während meinem Gelaber oder auch schon davor, keine Ahnung, ein paar Bilder ein, wie die angezogen aussieht. Und ja, ist halt so eine ganz normale Chest Rig, wie man es kennt von Alex auch. Kann man sich halt so drüber schnallen über den Kopf und dann hier an der Seite zumachen. Also relativ geil. Wie gesagt, seht ihr hier, wie die aussieht. Und ja, so viel zu der Sache. Link und den ganzen Spaß findet ihr auch unten, falls ihr Bock auf die habt und ja, könnt ihr gerne mal abchecken. So, zu meinen ersten zwei Pieces wären beide Vintage-Shirts, beide von Metallica. Einmal hier dieses dunkle oder halt eher so ein ausgewaschenes Schwarz, schon eher in Richtung Grau. Sind originale Band-Tour-Shirts, genau, von Metallica eben. Das ist leider eine Size M, ist mir ein Ticken zu kurz, würde ich fast schon sagen, aber ist halt so vom Wash und allgemein übelst geil meiner Meinung nach. Und hat halt hier so ein paar Distressings, blende ich euch alles aber mal hier ein. Eben nochmal, wo man das Shirt genau sieht. Hier vorne eben den Frontprint und hier hinten den Backprint mit deren Tour, wie schon vorher erwähnt. Das wäre es zum ersten Shirt. Und das zweite Shirt wäre ebenfalls von Metallica in so einem hellen Grau. Ist jetzt eine Size L, passt mir meiner Meinung nach perfekt. Ist von deren Tour aus 1996, das ist auch so um den Dreh, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ob das hier irgendwo draufsteht oder so. Ja, hat man halt hier hinten nochmal den ganzen Spaß und hier vorne eben das Metallica. Ist vom Fit, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr geil, was ich auch an den beiden Vintage- oder Band-Shirts mag. Das, weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Band-Shirts selber zu Hause habt oder so Vintage-Shirts, dass manchmal so ist, dass die sehr, sehr hart und dick sind. Das ist genau das Gegenteil, also es ist halt so ein ganz normales Baumwoll-Shirt. Übelst krass, meiner Meinung nach. Ich sag dauernd meiner Meinung nach, fällt mir gerade auf. Ja, das wäre es eigentlich schon so viel zu den zwei. Ich möchte euch gar nicht länger mit denen volllabern und das wäre es zu den ersten zwei Pieces. So, dann mein nächstes Piece wäre dieser Raf Simons New York Sweater, eben in der Runway-Version. Zu den Leuten, die jetzt schon Tränen in den Augen haben und sagen, Digga, du hängst es nicht wirklich jetzt an den Bügel, hat jetzt nur lediglich den Grund eben, weil ich das Video gerade abdrehe, also normalerweise hängt er natürlich nicht, weil ich weiß die Folgen, oder ich kenne die Folgen besser gesagt, wäre eben hier die Runway-Version, wie schon gesagt, mit dem Cropped Body und den längeren Ärmeln zum Vergleich. Der ganze Spaß als normale Version hatte ich schon ewig lang. Ja, ist halt sozusagen ein ganz normaler schwarzer Sweater. Der Body genauso lang wie die Ärmel mehr oder weniger, also halt ein ganz normaler Sweater und der halt eben so ein cropped Boxy Fit. Grund, weswegen ich den gekauft habe, war eigentlich nur, weil der mich 350 Euro gekostet hat und das eigentlich ein Stil ist für den, ist eine Size M, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und eben der auch eine Size M, aber den habe ich schon ewig. Ich habe, glaube ich, damals für den 400 gezahlt, also jetzt auch nicht wirklich viel. Und ich dachte mir, für 350 Euro kann man das Ding mal mitnehmen. Vor allem, weil ich dann einmal die normale und einmal die Runway-Version habe. Und die Fit seht ihr hier eingeblendet. Einmal von der Version, eben von der kürzeren mit dem Boxy-Fit. Und ja, das wird jetzt hier abgespult. Und einmal hier zu der normalen Version. Seht ihr auch mal hier, also halt den Unterschied, denke ich, wird jedem erkennbar sein, was ich damit meine. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon so viel zu dem Piece gewesen. Werde ich natürlich jetzt im Sommer nicht unbedingt rocken, weil es Wolle ist, aber ja,
dachte ich mir so, für nächste Zeit, beziehungsweise für den Herbst oder so, wenn es wieder kälter wird, wird es auf jeden Fall eins oder halt einer von den Pieces sein, die ich auf jeden Fall öfters rock, weswegen ich mir den auch gekauft habe. Und ja, das wäre so viel eigentlich auch schon zu dem. Dann schon zu meinem vorletzten Piece. Welche diese Lederjacke habe ich mir aus dem Grund gekauft, mehr oder weniger eigentlich, weil ich eigentlich wieder Bock hatte auf eine Lederjacke, weil ich meine schwarze Favela-Lederjacke habe ich einem guten Kumpel verkauft und kam mir eigentlich ganz gelegen. Ist eigentlich eine Vintage-Lederjacke, hat so einen sehr croppten Fit, also so ähnlich fast wie der Rev meiner Meinung nach, also sehr kurz am Body. Und fand ich absolut geil zu den CCP-Boots, bloß weswegen ich euch jetzt nicht nachher hier irgendwo einblenden kann, hat den Grund, da meine CCPs seit 3 Wochen beim Schuster sind, der gemeint hat, er braucht 5 Tage, sind jetzt schon 3 Wochen dort, er ist nach 2 Wochen im Urlaub, also eigentlich keine 5 Tage, sondern 5 Wochen, auf jeden Fall richtig lustige Aktion von dem, ich habe nicht gelacht. Und weiß jetzt nicht, wie man das genau in der Kamera jetzt hier sieht mit der Belichtung, hat aber so einen mega den Grün-Touch, also geht eigentlich schon so in so eine Art Grün. Also ich weiß nicht, werdet ihr spätestens irgendwo entweder hier im Fit-Video eingeblendet sehen oder in der Detail-Aufnahme, was ich genau meine. Und ja, ist halt wie gesagt ein Vintage-Piece, deswegen halt schon gut eingetragen, aber halt von der Qualität abnormal gut. Ist halt ganz normales Lammleder, oder? Lammleder sind die Lederjacken. Ich bin gerade dumm, ich weiß gar nicht. Aber es wäre es eigentlich auch schon so viel zu dem Piece gewesen, habe für die jetzt 150 Euro gezahlt, also nicht wirklich viel Geld für eine gute Lederjacke und die ist von der Qualität echt mega. Und ja, zu den Vintage-Shirts habe ich glaube ich vorhin nicht erwähnt, haben mich beide glaube ich 70 oder 80 Euro jeweils gekostet und das wäre es eigentlich auch schon so viel zum vorletzten Piece. Dann schon zum letzten Piece, ich war am Anfang übelst am Überlegen die ganze Zeit, ob ich mir die koppen soll oder nicht, war am Anfang auf SNF Mall circa so eine Stunde online. An dieser Stelle nochmal Werbung von meinem Mall. Hier und unten natürlich verlinkt, ihr wisst, wie der Hase läuft. Auf jeden Fall, ja, war so circa eine Stunde oben. Er hat gemeint, dass sie so circa eine Waist 32 fittet. Ich habe jetzt so zwischen Waist 30, 31, in meiner Jack & Jones habe ich eine 29. Dann hat so Chris mir das Bild geschickt von Oliver Guren, kann ich euch auch nochmal hier drüber einblenden. Und meinte, Digga, übelstes Brett. Und ich habe damals gemeint, Junge, ich hätte so Bock auf so eine Vêtement-Hose. Ich müsste mir die eigentlich koppen. Da hat er gemeint, Junge, instant, Alter, kopp die Scheiße. Und habe die dann eben für 270 Euro gekauft. Also natürlich sehr viel Geld für eine Jeans, meiner Meinung nach. Aber sehr, sehr billig für eine Vêtement-Jeans. Habe ich, ich zeige es euch als erstes mal. Hat hier hinten einfach die typischen Hosentaschen, also so weggemacht. Und halt sind sozusagen 2 Hosen. Zusammengenäht oder halt 2 Stücke von der Hose. Deswegen, was mich abfuckt, hier vorne hat man eben keine gescheite Hosentasche, weil das hier eben in der Mitte auch zusammen ist. Habe jetzt hier so provisorisch mein Alex-Gürtel drin. Und zu der Sache hier unten, also ich weiß jetzt, ich hoffe, man sieht's. Hier unten ist es eben so quergeschnitten bzw. ausgefranst. Das ist normalerweise eine Frauenhose und die war mir am Anfang viel zu lang. Und ich habe halt zu Chris gesagt: Junge, lass einfach versuchen, lass die selber kürzen. Wir haben die da maßstabsgetreu, genauso wie sie von Vêtement kam, eben auch gekürzt, alles abgemossen und perfekt so versucht es zu schneiden bzw. aufzutrennen oder halt abzuschneiden, wie man es auch immer nennen möchte, so wie es von Vêtement eben kam, damit die halt genauso ausschaut wie davor, haben da unten auch so ein bisschen distressed und wie gesagt, hat mich 270 Euro gekostet, ist bereits gekürzt und Fit-Video seht ihr wahrscheinlich auch hier eingeblendet. Finde ich jetzt vom Fit relativ geil und das wäre es eigentlich auch schon viel so zum letzten Piece gewesen. So, dann würde ich eigentlich schon sagen, das war's soweit mit dem Latest Pickup gewesen mit den 5 Pieces. Ihr könnt gerne zu Clark, wie gesagt, rübergehen und unter seinem Video oder so Grüße von mir dalassen an die Leute, die Bock haben. Und lasst mich auch gerne unten, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, was ihr vom Intro haltet und was ihr von den Pieces haltet. Ob ihr sagt, ja, geile Latest Pickups oder keine Ahnung, Lederjacke taugt mir gar nicht. Einfach mal eure Meinung, würde mich interessieren. Und dann würde ich euch schon sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, servus.